Allerhand gezien, dat is toch wunderbar. Grüezi miteinander. Obwohl das Wetter auch schon wieder besser ist als auch schon, ist das natürlich toll, dass wir da so viele Interessierte haben, wenn auch nicht alle wie immer, zum Thema ein neues OS von MS, den Azure Stack HCI, der da immer so ein bisschen auch durch die Medien gegangen ist. Und es ist an der Zeit, mal nicht dem ganzen Stimmen im Internet Glauben zu schenken, sondern es ist mal an der Zeit, das Ganze wirklich anzuschauen und zu beurteilen, was das Ding dann wirklich kann. Ganz am Ende dann, wie ich schon angekündigt im letzten Newsletter, ein Special Announcement, also es lohnt sich dran zu bleiben. Ganz am Schluss dieser Session werden wir da noch etwas ankündigen. So, aber lasst uns mal beginnen mit dem neuen Operating System von Microsoft, dem Azure Stack HCI. Aber zuerst mal grundsätzlich mal wieder, wie das bei uns so abläuft. Das ist eigentlich so wie immer. Aufzeichnungen und PowerPoints und Scripts, falls es Scripts gibt. In diesem Sinne gibt es in dieser Session keine Scripts. Aber all diese Dinge, die sende ich allen Teilnehmern, die auch da waren heute diese Stunde und sich da geplagt haben, mir dazu zu hören, bekommen das per E-Mail zugesandt, noch heute Abend. Das heißt, ihr könnt heute Abend schon das Video nochmals anschauen als Bettmümpferli oder auch die PowerPoint-Slides nochmals durchgehen. Alle anderen müssen sich einen Monat gedulden, bis wir das Ganze dann auf unserem YouTube-Channel online stellen. Das heißt, heute Abend wird dann auch die letzte VGM-Session von File-Server-Migrationen dann veröffentlicht auf YouTube. Dann Fragen könnt ihr jederzeit stellen im Chat. Eventuell sehe ich sie nicht sofort und dann kommen wir am Ende nochmals darauf zurück. Dann einfach nochmals nachhaken. Ich werde dann auch kurz den Fragemodus aktivieren. Wie immer gilt, tell your friends. Wenn ihr es gut findet, sagt es weiter, damit noch mehr Leute profitieren können von unseren VGM-Sessions. Und einfach, weil es noch lustig ist, der Titelslide, um was es eigentlich geht, folgt in 37 Slides. Also wir haben noch ein paar Introduction Slides, bevor es dann wirklich um Azure Stack HCI geht. Und da muss ich sagen, ich persönlich und eventuell auch ihr da draußen, ich fühle mich oft etwas so wie, wenn ich die ganzen Azure-Geschichten höre, Azure Stack HCI, Azure Stack Hub, bla 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 bla. You missed the train, der Zug ist abgefahren, du hast ihn verpasst, du bist nicht mehr auf dem Laufenden, du weißt gar nicht mehr, was da alles so abgeht. Ja, ich meine, schlussendlich, ich bin jetzt 20 Jahre selbstständig unterwegs mit der iTrain und vor 20 Jahren, da war ich noch junge, knapp bisschen über 20, da habe ich natürlich, war ich noch gebauchpinselt, als ich da als Trainer vor den Teilnehmern, die sehr viel älter waren als ich teilweise, unterrichten durfte. Mittlerweile gehöre auch ich zu den alten Säcken und muss auch schauen, dass mich die Jungen da nicht überholen. Und teilweise hatte ich ein bisschen das Gefühl, bei gewissen Themen, dass der Zug abgefahren sein könnte. Aber oft geht es eben nicht unbedingt um die Technik, die sich einfach plötzlich viel rasanter bewegt als früher, sondern es geht mehr um die sprachlichen Veränderungen und zum anderen geht es, vor allem für Microsoft oder auch für die anderen Firmen, um Geld. Das ist so die große zusammenfassende Sache. Wir werden dieses Fazit dann später noch ein bisschen konkludieren. Also kurz und gut, es geht auch oft heutzutage in der heutigen Zeit um Sachen wie, lasst uns für bestehende Dinge einfach mal einen neuen Namen erfinden und das klingt dann klug und cool und neu und fancy. Und deshalb habe ich zuallererst mal so ein kleines Dictionary zusammengestellt, sozusagen ein Microsoft Azure for Dummies Dictionary, neue Microsoft Deutsch für Dummies. Und ja, vielleicht kennt ihr diese Begriffe schon und seid und steht da ganz da drüber, aber ich denke, viele haben gewisse Dinge einfach auch schon gehört, aber sich nie wirklich hinterfragt, was das eigentlich dann soll. Fangen wir mal ganz einfach an. Wenn Microsoft irgendwo sagt, es ist eine Preview-Version, dann meinen sie nicht Preview, sondern es ist eigentlich eine Final-Version mit Bugs und die bleibt so lange einfach als Preview markiert, bis diese Bugs nicht mehr gemeldet werden oder bis das Produkt selbst gar nicht mehr existiert. Dann gibt es als weiteren Fachbegriff den Fast Update Ring. Fast Update Ring heißt eigentlich, du bist jetzt Beta-Tester, herzlichen Glückwunsch und mehr auch nicht. Dann kommen wir ein bisschen fachlicher in Richtung Azure. Dann gibt es den Begriff Public Cloud.
Eine Public Cloud ist eigentlich nichts anderes als Dienste, die wir aus dem Internet beziehen. Das haben wir auch früher schon gemacht, bevor es den Begriff Cloud gab, indem wir zum Beispiel ein Newsletter-Tool oder ein Umfragetool etc. aus dem Internet bezogen haben oder eine Helpdesk-Lösung etc. Dann gibt es den Begriff Private Cloud. Private Cloud ist eigentlich nichts anderes als Dienste, welche man on-premise betreibt oder nur einer eingeschränkten Gruppe von Benutzern zur Verfügung stellt. Dann gibt es den Begriff Hybrid Cloud. Das ist nichts anderes als eine Kombination von beiden. Das heißt, on-premise kommuniziert mit Internetdiensten, ganz salopp gesagt. Dann hört man auch sehr oft so tolle Dinge wie Azure Hybrid by Design. Hybrid by Design und Azure, das heißt nichts anderes als mein On-Premise-System kann mit dem über ein Webportal eigentlich verwaltet werden und ich kann auch mal eine VM, die On-Premise läuft, backuppen in die Cloud. Das wären so diese einfachen Möglichkeiten, die mit Hybrid-Umgebungen natürlich so gegeben sind. Dann gibt es auch so tolle Begriffe und da sind immer mehr dazu gekommen, wie IaaS. IaaS heißt ja Infrastructure as a Service, das heißt eigentlich nichts mehr als man mietet einen kompletten Hypervisor, wo man dann drauf selbst VMs bauen kann oder Plattenspeicher, um seine Backups darauf abzulegen oder irgendwelches andere Dinge zu archivieren, Netzwerke aufzubauen, aber ich muss eigentlich alles von Grund auf dann selbst darauf platzieren. Dann redet man von Platform as a Service, wenn es darum geht, dass ich ein Operating System inklusive dessen Dienste miete, die schon darauf installiert sind, also im Prinzip eine fertige Entwicklungsplattform oder ein ganzer Webserver als Webhousing eigentlich, dass ich den ganzen Webserver miete. Dann gibt es Software as a Service. Software as a Service, SaaS, ist eigentlich nichts anderes als eine Miete von Applikationen. Das heißt, früher hat man das mal ASP genannt, Application Service Provider. Heutzutage hat man das also in die AAS-Reihe eingereiht und jetzt heißt es halt SaaS. Klingt wunderbar. Und so geht das Ganze weiter, vielleicht auch in Zukunft. Und man kann im Prinzip sagen, es gibt XaaS. Ersetze das X durch einen beliebigen Dienst, den du im Internet mietest. Das ist im Prinzip die ganze Geschichte. Dann hört man auch immer mehr so tolle Dinge wie IoT. IoT, Internet of Things, das ist nichts anderes als irgendein Gerät, ein Device, das einen Internetzugang hat. Das kann mein Kühlschrank sein, mein Fahrzeug sein, mein Staubsaugerroboter oder was auch immer. Alles, was irgendeine Internetverbindung hat, ist ein Ding mit Internet. Internet of Things, also viele Dinge, die im Internet kommunizieren können. Dann ein ganz wunderbarer Begriff, der da irgend so ein cooler Marketing-Typ kreiert hat, ist der Serverless Computing. Serverless Computing heißt nicht serverless, es gibt schon einen Server, aber du musst dich nicht um den kümmern. Du musst den nicht installieren oder warten, sondern du kannst dich nur mit den Applikationen kümmern, die darauf laufen. So viel zum Thema serverless, nicht ganz. Dann gibt es den Begriff WSSD, Windows Server Software Defined. Der war auch lange in, so zwischen Jahr 2016 bis Anfangs 2020, ja vielleicht 2019. 2019 ist er schon ungefähr gestorben. Was der MS Jünger damit meint, ist, das ist im Prinzip eine Kompatibilitätsliste, die definiert, welche Hardware ist kompatibel, um darauf einen Hyperconverged Cluster zu bauen. Mit Windows Server 2016 oder eben jetzt neu auch Windows Server 2019. Das ist im Prinzip alles. Und das hat man halt eben circa vor, ja, ich würde sagen, vor einem Jahr umbenannt, nicht mehr auf, dass es nicht mehr WSSD heißt, sondern neu Azure Stack HCI. Also Azure Stack HCI war zuerst kein Betriebssystem, sondern lediglich der neue Begriff für Windows, Windows Server Software Defined. Das ist der neue Begriff dafür. Ist auch wieder die Kompatibilitätsliste, wo definiert, welche Hardware ist kompatibel mit Hyperconverged Infrastructures. Und das wurde eingeführt eigentlich schon mit Windows Server 2019, aber nicht schon mit, sondern ein bisschen danach. Also eben, circa ein Jahr ist das her. Und was Azure Stack HCI seit einem Monat eben auch ist, es ist jetzt auch ein Betriebssystem seit Juli 2020. Und das habe ich dann zum Anlass genommen und gesagt, ja, wir müssen diese Off-Topic-Session, Home-Automation ein bisschen verschieben
und machen zuerst lieber mal etwas, was den Neuigkeiten entspricht. Ich stelle euch das Betriebssystem ein bisschen genauer vor. Aber vorher beschäftigt mich noch die Frage, ja, ist die Cloud doof? Finde ich sie doof? Die Antwort ist ganz klar nein. Ich finde die Cloud nicht doof, weil ich kann Dienste outsourcen ins Internet, in die Cloud. Ich muss die nicht betreiben, ich muss die nicht installieren, da kümmert sich jemand anders dafür. Und ja, ich bezahle dafür meinen monatlichen Preis und alle sind zufrieden und reiten in den Sonnenuntergang. Also die Cloud ist nicht per se doof. Die meisten Leute begreifen aber nicht, was die Cloud effektiv ist. Und jemand hat mal gesagt, das finde ich einen ziemlich guten Satz, obwohl das auch schon ziemlich ausgelutscht ist, the Cloud is not a place, but a model. Also es geht nicht darum, dass die Cloud einfach ein Platz ist, wo wir alles reinhauen, sondern es ist ein Modell, in welchem wir uns einklinken können mit gewissen Dingen. Das klingt jetzt wieder philosophisch, sphärisch etc. Ich mache mal ein paar Beispiele. Ein schlechtes Beispiel für eine Cloud-Nutzung ist zum Beispiel, wenn ich sage, okay, ich verschiebe jegliche VMs, die ich on-premise habe, einfach mal in die Cloud und lasse diese weiterlaufen, wie sie auch on-premise gelaufen sind. Das ist natürlich machbar, aber macht keinen Sinn, weil unter dem Strich, das wissen wir alle, ist das viel teurer. Also wir hatten auch mal einen Kunden, der hat ein Konzept geschrieben für eine Ausschreibung, das umgesetzt werden sollte dann durch einen anderen Dienstleister. Und da ging es darum, auch eine Umgebung eigentlich neu zu bauen, auf den aktuellen Stand zu bringen und neue Hardware auch anzuschaffen auf der Serverseite. Und da hat eine Firma eine komplett andere Lösung gemacht und hat gesagt, hey, wir zentralisieren das in unser Rechenzentrum. Wir haben nämlich auch andere, das war eine Schule, andere Volksschulen von anderen Gemeinden, die auch wir auch betreiben. Und so können wir da eigene Synergien nutzen. Das war mein Grundgedanke, als ich die Offerte sah. Habe dann aber ziemlich schnell gesehen, dass die einfach eins zu eins alle jetzigen Maschinen virtualisieren wollten in ihr Rechnungszentrum und überhaupt keine Konsolidierung machen wollten mit anderen Schulen etc. Das heißt, der Preis war ungefähr Faktor 10 höher als die andere Offerte, die einfach das ganze Hyperconverged neu aufgebaut hat on-premise. Also, das ist ein schlechtes Beispiel. Ein gutes Beispiel könnte zum Beispiel sein, dass ich mein Backup auslagere. Das heißt, ich sichere nicht auf einen lokalen Datenspeicher, sondern ich nehme das Ding und packe das in die Cloud. Das kann absolut sinnvoll sein und ja, lohnt sich auch zu machen in den meisten Fällen, weil ich habe die Verantwortung nicht mehr bei mir lokal und muss da nicht die ganze Zeit Bändchen in den Tresor legen etc. und wechseln, sondern es ist einfach schon außerhalb meines Standorts gesichert. Ein anderes gutes Beispiel für Cloud-Nutzung wäre zum Beispiel eine Newsletter-Lösung, sich zu beziehen, also einen Service im Internet zu beziehen, Application as a Service, also Software as a Service. Das wäre die Newsletter-Lösung oder auch, dass ich sage, weil ich ein Kleinbetrieb bin, dass ich sagen würde, okay, das würde sich vielleicht auch lohnen, die Mailboxen in die Cloud zu schieben. Sprich, auf Office 365, also Microsoft 365, das Ganze zu betreiben, wie es jetzt neu heißt. Ja, wir haben aber auch schon Geekmania-Sessions gehabt, von Beat Brunner zum Beispiel in Bezug auf Exchange. Da war auch immer ein bisschen Cloud, Office 365, Microsoft 365 ein Thema. Und das ist genau das Problem bei diesem Beispiel einer guten Lösung für die Cloud-Nutzung. Das Problem ist nämlich, dass technisch gesehen eine gute Lösung nicht immer auch gleichzusetzen ist mit wirtschaftlich gesehen eine gute Lösung. Technisch gesehen macht das absolut Sinn, dass ich bei einer Unternehmung mit 50 Mitarbeitern das natürlich nicht on-premise betreibe, sondern in die Cloud stelle. Wirtschaftlich gesehen kann das sich bei 50 Personen auch gut rechnen. Wenn ich das Ganze aber bei einer Firma anschaue, die 1000 oder mehr Mitarbeiter hat, dann ist das technisch gesehen nicht mehr so ein großes Ding, weil pflegen muss ich es auch in der Cloud, das läuft nicht ganz von alleine. Aber wirtschaftlich gesehen kann das mich um einiges mehr kosten, als wenn ich es on-premise betreiben würde. Das heißt, mein Credo ist ein bisschen, wenn der Preis einer On-Premise-Lösung, also inklusive Hardware, Nebenkosten, Personal, Strom, Lizenzen, also alles drumherum, wenn das zusammengezählt tiefer ist als der Preis eines gleichwertigen Internetdienstes in der Cloud, dann macht ein Wechsel einfach keinen Sinn. Oder in Kurzform ausgedrückt, pay as you use.
in 5 Jahren oder auf 5 Jahre hochgerechnet, wenn das kleiner gleich ist, deine On-Premise-Lösung vom Preis her, dann nur zu, geht in die Cloud, macht das Ganze oder packt das Ganze in die Cloud. Aber ansonsten ist das nicht unbedingt wirtschaftlich klug, weil es mehr kostet, auch wenn da einschlägige Wirtschaftsmagazine etc. anderes behaupten könnten. Es ist aber nicht nur die Wirtschaftlichkeit ein Punkt, der wichtig zu beachten ist. Ein weiterer Punkt, die teilweise ein bisschen Sorgen bereiten mit Azure und mit der Cloud, ist die Konfigurationsmöglichkeit. Die Frage ist, haben wir wirklich genau gleich viel Konfigurationsmöglichkeiten mit dieser Cloud-Alternative als on-premise? Bei Microsoft 365 würde ich jetzt mal sagen, dass wir niemals so viele Möglichkeiten haben, wie wir mit einem lokalen On-Premise-Exchange hätten. Es wird natürlich immer mehr und teilweise sagen sie auch, wir bringen Features im Azure zuerst und dann erst on-premise, wenn überhaupt noch. Und das ist ein anderes Thema. Aber in der Regel ist es momentan meistens noch so, dass wir on-premise eigentlich mehr Möglichkeiten haben als in der Cloud. Aber wir werden sie dennoch auch in der Cloud haben müssen in Zukunft und alles so einzurichten, wie wir das gerne möchten. Jetzt gibt es aber noch einen weiteren Fall. Und dieser Fall ist, was wäre, wenn der Preis on-premise eigentlich besser wäre? Aber der Dienst nicht mehr als On-Premise-Lizenz angeboten wird. Und damit sind wir auf Slide 37 angelangt. Herzlich willkommen zur VGM-Session von Azure Stack HCI. Jetzt werden wir mal dieses Ding ein bisschen genauer miteinander besprechen. Azure Stack HCI, Definition von Microsoft. Ist ein neuer Hyperconverged Infrastructure Operating System, delivered as an Azure Service. Also in anderen Worten gesagt, es ist ein On-Premise-Betriebssystem, welches aber auf Mietbasis vergeben wird. HCI steht natürlich wieder für Hyperconverged Infrastructure und Hyperconverged Infrastructure ist grundsätzlich nichts anderes als in der Kombination mit einer Mietlösung Rent-a-Cluster. Also es ist im Prinzip eine Mietlösung für einen On-Premise-Cluster. Und um das ein bisschen genauer zu verstehen, oder das Ganze nochmals aufzurollen, machen wir mal eine kleine Geschichtsstunde. Geschichtsstunde heißt, wir schauen uns mal an, wie das Ganze mal ausgesehen hat bei Windows Server 2016. Bei Windows Server 2016 ist nämlich das erste Mal Storage Spaces Direct erschienen. Es gab vorher schon Storage Spaces, aber noch nicht Storage Spaces Direct. Und Storage Spaces Direct, mit dem wurde dann ermöglicht, dass wir einen Hyperconverged Cluster bilden können. Das heißt, wir haben zwei oder mehr Nodes in einem Cluster, der auch den Storage beherbergt. Das heißt, auf alle diese Cluster-Nodes sind Festplatten verteilt, die zu einem großen Bündel zusammengeschnürt werden und über den ganzen Cluster zur Verfügung gestellt werden. Also wir müssen nicht einen separaten Storage kaufen, sondern das Storage sind die Cluster-Nodes selbst. Und auf diesen Cluster-Nodes wird dann aber auch der Payload betrieben, das heißt zum Beispiel ein Hypervisor, um VMs auszuführen oder andere Dinge. Das ist im Prinzip mit HCI gemeint, Hyperconverged Infrastructure. Kam in 2016. In 2019 wurde eigentlich praktisch nicht viel mehr erneuert und erweitert als genau diese HCI-Komponenten. Das heißt, Storage Spaces Direct wurde noch besser, es wurden weitere Fehltoleranz-Modi eingebaut, also mit den Nested Mirroring-Geschichten etc. Und andere Rollen wurden eigentlich ziemlich vernachlässigt. Das heißt, große Vorteile hat man mit 2019 eigentlich vor allem nur in diesem HCI-Bereich. Jetzt schauen wir ein bisschen voraus auf die Windows Server VNext. VNext hat Microsoft ganz klar gesagt, wir entwickeln diesen HCI-Teil im Windows Server nicht mehr weiter. Das heißt, was da noch ganz groß geupdatet wurde zwischen 2016 und 2019, stirbt plötzlich. Wieso stirbt das? Weil sie im Juli ein Preview-Release haben eines neuen Betriebssystems, das heißt eben Azure Stack HCI. Und dieses Betriebssystem Azure Stack HCI, welches auf Windows Server 2019 basiert und dann weiterentwickelt wurde, das beinhaltet in Zukunft nur die Möglichkeit, es als HCI-Cluster-Node zu betreiben.
Das heißt, dieser ganze HC-Teil wird entfernt aus Windows Server und wird im Azure Stack HCI-Betriebssystem weitergeführt. Das ist die grundsätzliche Idee hinter der ganzen Sache. Jetzt könnte man sich fragen, ja gut, ich meine, ich installiere das Ganze on-premise auf einer eigener Hardware. So weit, so gut. Wieso steht jetzt da Azure im Begriff oder im Namen dieses neuen Betriebssystems, wenn es doch on-premise installiert wird? Ganz einfach, weil es einfach nur über eine Azure Subscription zu kaufen ist oder zu benutzen ist. Es ist nicht mal zu kaufen, es ist nur zu mieten in einem Azure Subscription Modell. Es bietet keine Kaufoption an. Das heißt, eine Clusterlösung, hyperconverged, on-premise, künftig mit den neuesten Features, nur noch als Mietlösung mit einer Azure Subscription möglich. Ja, grundsätzlich, was es auch noch dazu führt, dass Azure im Namen steht, ist, dass man halt das Ganze später auch mal über das Azure-Portal verwalten können soll. Das heißt, ich muss mich nicht mehr lokal direkt auf diese Geräte verbinden oder mit Windows Admin Center on-premise arbeiten. Also mal angenommen, ich habe eine große Unternehmung mit ganz vielen Niederlassungen und ich stelle in diesen Niederlassungen auch einen kleinen HC-Cluster auf mit zwei Nodes. Dann könnte ich über mein Azure-Portal könnte ich im Prinzip all diese kleinen HC-Clusterchen in Niederlassungen verwalten, wenn ich das denn so möchte. Das ist aber auch noch Zukunftsmusik, das ist noch nicht fertig programmiert. Und sind wir ehrlich, das hätte man eigentlich auch mit Windows Server 2019 machen können. Aber sie haben es halt wechseln wollen. Das ist das eine und das andere ist halt eben, dass man auch gewisse Dienste aus Azure integrieren kann. Das war der zweite Punkt. Habe jetzt ein bisschen verhaspelt, spielt aber keine Rolle, ist jetzt alles drauf. Das heißt, wir können ja auch jetzt schon eine VM backuppen in Azure, also sprich eine Verbindung mit Azure herstellen. Das geht ja auch jetzt schon mit 2019. Wir können jetzt auch schon eine Überwachung einrichten von Azure aus, von unserem HC-Cluster unter 2019 oder auch 2016. Das sind all diese Dinge, die im Windows Admin Center in der letzten Zeit, in den letzten Jahren dazugekommen sind, wo uns vor allem auch die Möglichkeit geben sollen, uns mit Azure direkt verbinden zu können. Jetzt haben wir gesehen, dass der große Punkt ist, es ist nur noch ein Subscription-Modell und das generiert Kosten. Und wir wissen alle, dass Azure und Kosten so ein bisschen ein kontroverses Thema ist, weil man das nicht genau immer kalkulieren kann. Und deshalb schauen wir uns die Kosten mal von Azure Stack HCI ein bisschen genauer an. Microsoft sagt und hat angekündigt, nichts einfacher als das. Azure Stack HCI kostet dich ganz einfach lizenziert $10 pro Core pro Monat. So einfach ist das. Das heißt, Beispiel zu sehen, so ein Fujitsu-Server hat 4 Cores, kostet demnach $40 im Monat. Viermal die $10 pro Monat. Es gibt kein Minimum, es gibt kein Maximum. Man kann runter auf einen Core und einen Tag das Ganze berechnen lassen und das wird dann einfach kumulativ gerechnet. Das Ganze sieht jetzt günstig und schön aus. Lasst uns mal ein bisschen rechnerisch spielen damit. Ich meine, diese 4 Cores, die wir jetzt hier da sehen, diese 4 Cores, das ist ein Node. Wir haben ja immer zwei Nodes, also haben wir schon mal eine Verdopplung vom Preis im Monat. Aber das mal so by the way. Das Ganze klingt saugünstig, ist es aber nicht. Wir haben mal ein aktuelles Projekt, welches wir gerade realisiert haben für einen Windows Server 2019 HC-Cluster. Haben wir mal genommen als Beispiel. Und ich meine, wohlgemerkt, Hardwarekosten haben wir für Windows Server 2016 und 19 HC oder auch für Azure Stack HCI. Das wird on-premise installiert auf unserer gekaufter Hardware. Das heißt, das hardwaremäßig, strommäßig, infrastrukturmäßig spielt das keinen Unterschied. Wir vergleichen genau dieselben Dinge, wenn wir diese beiden Betriebssysteme miteinander vergleichen. Gehen wir erstmal von einer On-Premise-Lösung aus. On-Premise-Lösung mit Windows Server 2019. Wir kaufen, und das haben wir da gemacht, zwei HP DL380er der 10. Generation. Die haben pro Node 2x16 Cores, also zwei Prozessoren mit jeweils 16 Cores. Das heißt, wir benötigen für dies dann 4x ein 16er Package von Windows Server Data Center. Und da kostet so ein 16er Package 7.400 Schweizer Franken.
Also gib dann die 29.600 Franken, die ich einmal auf den Tisch legen muss. Und dann gehört mir Windows Server 2019 Data Center Edition. Ich kann diese auf dem Cluster Nodes installieren. Und ich kann natürlich dann auch beliebig viele VMs darauf laufen lassen, auch mit der selben Lizenz unter Windows Server Data Center. Alles wunderbar. Die OEM-Version wäre sogar noch ein bisschen günstiger. Die wäre für das 16er Package nur 5.200 Franken. Also ich habe extra mal die höhere Zahl genommen, um da nicht irgendwie Augenwischerei zu betreiben. Wie gesagt, mit der Data Center Lizenz haben wir auch alle Guests schon abgedeckt, die darauf betrieben werden. Jetzt schauen wir uns gerne dasselbe an, auch on-premise, aber mit dem zukünftigen Azure Stack HCI Betriebssystem, das man nicht mehr kauft, sondern mietet über die Azure Subscription. Wir haben auch wieder diese zwei HPDL380, 10. Generation, 2x16 Cores. Das heißt, wir haben 32 Cores, die wir lizenzieren müssen. $10 mal zwei Server ergibt $640 pro Monat. Das, wie gesagt, nur die Software, nicht die Hardware. Die Hardware müssen wir so oder so beschaffen, ob jetzt mit 2019 oder auch mit Azure Stack HCI. Dann nehmen wir mal an, diese Hardware oder diese Installation soll mal für 5 Jahre gerechnet werden, weil die müssen wir in 5 Jahren ersetzen, diese Hardware, dann ist sie out of life oder end of life. Also nehmen wir mal an, 5 Jahre mal 12 Monate mal $640 ergibt einen Betrag von $38.400, also entspricht ungefähr Parität mit Schweizer Franken, vielleicht ein bisschen weniger momentan, aber so um den Dreh 38.000 Franken. Die Guests sind dabei nicht lizenziert. Das heißt, alle VMs, die ihr darauf betreiben wollt, wenn ihr nicht Linux nehmt, das gratis ist, dann müsst ihr nochmals Lizenzen kaufen für diese Betriebssysteme unter Windows, damit das darauf betrieben werden kann. Das heißt, Big Picture sagt uns, mit Windows Server 2016 oder 2019, Hyperconverged Infrastructure, Two-Node Cluster, wären wir lizenzmäßig bei ungefähr 30.000 Franken. Und das heißt, da sind auch die VMs mit lizenziert, die drauflaufen. Mit Azure Stack HCI in Zukunft, wenn wir das Ganze nur noch als Mietlösung über Azure beziehen können, haben wir 38.400 Franken. Plus wir zahlen noch die Lizenzen für die VMs, die darauf betrieben werden sollen. Ja, die Frage ist, wäre das nicht auch mit Windows Server gegangen? Braucht es jetzt wirklich ein Betriebssystem, das Azure Stack HCI heißt? Oder hätte man einfach Windows Server VNext 2021, 2022 mit diesen neuen Funktionen ausstatten können, die man ja noch gar nicht so richtig sieht? Ich habe da ein schönes Meme gemacht und das zeigt unseren Satcha, der einfach nur sagt, my heart says yes, my wallet says no. Und genau das ist das Problem. Also es geht da nicht mehr um Technik und was ist das Beste für die Technik, sondern es geht da wirklich darum, das Ganze noch mehr Kosten zu optimieren in Bezug auf die Einnahmen. Der Trump würde dazu sagen, das hier, auch so ein Fundstück der Woche, ich liebe dieses Meme, wunderbar. Mal abgesehen von den Kosten, ein weiterer großer Punkt oder Pluspunkt, den Microsoft anführt, ist einmal Updates. So ein Azure Stack HCI-Betriebssystem kriegt natürlich auch Updates, wie es auch in Windows Server 2019 oder VNext kriegen wird. Microsoft hat also gesagt, Azure Service providing latest and up-to-date security performance and feature updates. Die Frage ist jetzt einfach, ich meine Security Updates, klar, ich meine, wir machen auch monatlich unsere Cluster-Nodes-Wartung, unsere Cluster-Wartung und wir machen da ein Cluster-Aware-Update und aktualisieren unsere Cluster-Nodes mit den neuesten Security-Patches. Aber will ich wirklich automatisch irgendwie Feature-Updates bekommen, von denen ich nicht mal weiß, was die genau machen vielleicht im Vorfeld, weil ich mich nicht wirklich dafür interessiert habe, weil es sieht alles anders aus, funktioniert etwas anders, nicht wirklich optimal. Das heißt, die Frage ist wirklich, möchte ich denn Features einfach so in the background mit Updates erhalten? Es ist aber auch noch nicht ganz klar, wie das funktionieren soll. Da haben sie sich noch nicht richtig geoutet. Momentan wird da erstmal ein bisschen sich selbst beweihräuchert, dass sie da ein super neues Betriebssystem haben. Und es wird einfach mal grundsätzlich verschwiegen, dass das Ganze eigentlich so, wie es jetzt ist, schon existiert hat mit Windows Server 2016. Aber eben, die Zukunft, die wird es dann bringen. Das ist klar. Also darum schauen wir mal ein bisschen die Vorteile an. Was bringt denn nun uns jetzt wirklich dieses Azure Stack HCI für Vorteile gegenüber einer HC-Umgebung auf Windows Server 2016 oder 2019?
Momentan ist es eigentlich, sind es nur zwei Vorteile. Momentan haben wir den Vorteil, dass wir einen aktuelleren Hypervisor auf einem Azure Stack HCI betreiben können. Das heißt, er wurde natürlich seit Windows Server 2019 weiterentwickelt. Der wurde auch mit der Version 2004 dann weiterentwickelt und war jetzt im Juli natürlich auf einem höheren, aktuelleren Stand. Und Azure Stack HCI, diese neueste Preview, hat natürlich auch die neueste Version dieses Hypervisors on board. Dasselbe gilt auch für RFS. RFS, das Resilient File System, da ist auch schon das aktuellste DLL auf der neuesten Installation mit dabei. Und das Coole ist an diesem RFS und dieser neuen Version, die wir übrigens auch in der nächsten Version von Windows Server erwarten können, weil Resilient File System, da wird das RFS-System nicht für Azure Stack HCI separat geführt und für Windows Server VNext. Das ist ein DLL oder ein Sys-File, das dann natürlich für beide gilt. Also solche Updates werden wir auch für VNext erhalten können. Es ist nicht so, dass VNext keine HC-Clusters mehr unterstützt, aber es wird keine neuen Features mehr bekommen. Das ist der einzige Punkt. Aber wenn natürlich jetzt RFS geupdatet wird für Azure Stack HCI und jetzt plötzlich eine viel schnellere Reparatur machen kann, wenn ein Cluster-Node neu gestartet wurde, mussten ja die ganzen Drives wieder resynced werden, damit sie wieder auf dem aktuellen Stand sind. Und dieser Reparaturprozess geht mit dem Azure Stack HCI um einiges schneller, weil dieses RFS-Sys aktualisiert wurde. Wie gesagt, dieses RFS-Sys werden wir auch für Windows Server VNext bei uns erwarten können und können auch von diesem Vorteil profitieren. Aber große bahnbrechende Features wird es in Zukunft bei der Windows Server-Schiene nicht mehr geben in Bezug auf Hyperconverged Infrastructure. Künftig wird es sicher eben neue Features geben im HC-Bereich für Azure Stack HCI, aber nicht mal für Windows Server. Und es wird eine tiefere Integration angestrebt ins Azure-Portal, dass man halt eben vom Azure-Portal aus all seine Cluster, die da draußen sind, on-premise verwalten kann. Ja, für eine Firma, die jetzt sagt, für uns ist es ein Problem, auf einmal einfach 30.000 Franken auf den Tisch zu legen und Windows Server-Lizenzen zu kaufen, für die ist es wahrscheinlich einfacher zu sagen, okay, jetzt zahle ich halt einfach $640 im Monat und habe dasselbe. Und zahle halt, wie wenn ich ein Auto lease, anstatt kaufe, schlussendlich etwas drauf. Kann so sein. Was mich am meisten stört eigentlich ist, dass man auf einem Azure Stack HCI nicht automatisch auch das Recht hat, Windows Server Lizenzen als VMs zu benutzen. Das ist so die größere Diskrepanz am Ganzen. Das heißt, Facts zu, wenn wir jetzt schon mal Azure Stack HCI Facts angeschaut haben und das verglichen haben mit Windows Server, schauen wir uns auch mal kurz noch an, was dann Facts sind zu Windows Server VNext. Also das Schöne ist, es wurde eine VNext bestätigt von Microsoft. Also wir werden einen nächsten Windows Server demnächst sehen von Microsoft. Der HCI-Teil darin wird aber eben nicht mehr weiterentwickelt, wie ja schon erwähnt. Tränendes Auge, lachendes Auge, wie dazu mal auch der Nano-Server ein halbes Jahr später gestorben ist, als er released wurde mit 2016. Aber das Schöne ist, wir können uns vielleicht endlich mal auf substanziellere Features freuen, die neu dazukommen, weil einen Verkaufsgrund müssen sie haben für Windows Server VNext. Und jetzt, wo sie da nicht mehr auf ihrer Lieblingsspielwiese, den HC-Clustern, etwas tun, könnte es vielleicht sein, dass vielleicht doch mal in Active Directory wieder was Neues kommt. Die File-Dienste wieder mal ein bisschen entstaubt werden, DFS und alles andere, was da so herumgurkt. Bevor wir uns grundsätzlich noch um Azure Stack kümmern, vielleicht noch, ja, wie sieht denn das Ding überhaupt aus? Dieses Azure Stack HCI, dieses neue Betriebssystem, das wird auch nie gezeigt in diesen Präsentationen in der Regel. Ich kann euch sagen, es ist im Prinzip nichts anderes als ein Windows Server Core unter Windows Server. Grundsätzlich, wie gesagt, die Unterschiede sind aktueller Hypervisor, neueste Binaries gegenüber Windows Server 2019. Es wird immer als Server Core installiert, also ihr könnt das gar nicht installieren als GUI Edition mit einem grafischen User Interface. Die CLI, und das finde ich toll, ist endlich nicht mehr Command Prompt bei diesem Server Core, sondern es ist neu PowerShell, was mir extrem sympathisch ist. Also wenn ich mal zurückdenke, die ersten Versionen von Server Core, da konnte man noch gar kein PowerShell starten aus dem CMD.
Und mittlerweile sind wir endlich da, wo wir hin sollten, nämlich dass PowerShell die standardmäßige CLI ist für Azure Stack HCI. Das wird sie aber bestimmt auch sein bei Windows Server VNext. Und sconfig.exe, der gute alte, der eigentlich nichts anderes macht, als ein sconfig VBS, ein uraltes VB-Skript aufzurufen, wenn man ein bisschen unter die Decke, unter die Schale des Eis mal runtergräbt. Sconfig.exe, was uns eigentlich einfach ein textbasierendes Menü anbietet, um diesen Server Grund zu konfigurieren, das heißt eine IP-Adresse zu vergeben etc. Ich möchte es euch dennoch nicht vorenthalten, aber ich habe die Erwartungshaltung schon mal extrem gedrückt. Es ist wirklich nichts anderes. Und hier sieht man ihn auf meiner virtuellen Maschine, auf meinem Rechner. Ein Betriebssystem, wo der sconfig hier oben nicht mehr Windows Server 2019 hat, sondern hier steht jetzt halt Welcome to Azure Stack HCI. Ansonsten sieht das genau gleich aus. Ich kann da auch mit 15 diese Command Line verlassen. Habe hier mein PowerShell-Fenster. Lustigerweise sehe ich hier auch immer noch ein Windows-Verzeichnis, also nichts von wegen Azure Stack HCI. Da ist es immer noch ein Windows, das darauf betrieben wird. Also das ist immer noch im Prinzip ein bisschen rebrandet und mehr nicht. Wenn ich jetzt das Ganze neu starte, ich mache das doch mal kurz. Restart Computer. Dann sieht man eventuell, wenn man mal was heruntergefahren hat. Ja. Ja, man sieht nicht mehr das Hyper-V jetzt hier. Sonst sieht man hier noch Azure Stack HCI vielleicht. Und das war es dann auch, wenn es nicht in einer virtuellen Maschine betrieben wird, was ja nicht unbedingt dem Real Life entspricht. Aber ansonsten wirklich Server Core. Es kommt dann auch gleich wieder die Anmeldemaske von Server Core. Ich kann mich authentifizieren. Und sobald das durch ist, komme ich einfach automatisch in die S-Config. Weil mehr sollte ich eigentlich auf diesem Gerät nicht tun. Alles, was ich da verwalten möchte, sollte ich eigentlich über den Windows Admin Center machen. Das ist so die Meinung von Microsoft. Auf Seite im Windows Admin Center hat sich auch etwas Kleines getan. In der neuesten Windows Admin Center Version kann ich hier mit Add, wie früher schon, einzelne Geräte hinzufügen. Oder ich kann auch sagen, ich mache einen neuen Cluster. Das kam schon ungefähr vor einem Dreivierteljahr, dieses neue Feature mit dem Cluster Creation Wizard. Das hatte ich schon mal in der Lunch Break Session unter anderem auch vorgestellt in der letzten physischen Geekmania. Was jetzt einfach neu ist, dieser Wizard hat jetzt neu zwei Möglichkeiten. Ich kann einen Windows Server Cluster erstellen, also einen klassischen HCI Cluster oder nur einen Storage Cluster, etc. Oder ich kann einen Azure Stack HCI Cluster machen. Wenn ich hier Azure Stack HCI auswähle, müssen diese Cluster Nodes, die ich später angebe, auch wirklich schon vorinstalliert sein und gejoint sein in der Domäne mit dem Betriebssystem Azure Stack HCI, sonst will er sie nicht. Und wenn ich hier Windows Server wähle, wie man sieht, hat man sogar mehr Auswahl. Als Windows Server kann ich nicht nur einen HCI Cluster mit VMs, mit einem Hypervisor machen, sondern ich könnte auch andere Rollen und Apps darauf ausführen. Wie zum Beispiel einen SQL-Server oder einen File-Server oder einen DHCP-Server als Clusterrolle etc. Das kann ich mit einem Azure Stack HCI Cluster nicht. Da geht es wirklich um Hyper-Converged Infrastructure, sprich VM-Workload. Da geht es wirklich um Hypervisor, dass ich da VMs clustere damit. Das heißt, man könnte böse Zungen behaupten, ein Windows Server Cluster kann mehr als ein Azure Stack HCI Cluster. Ja, über diesen Wizard möchte ich später noch ein paar Worte verlieren. Der ist ja klar noch Preview, wobei sie haben es nicht mal mehr angeschrieben hier drin. Aber zumindest wenn wir einen Azure Stack HCI Cluster hier öffnen, das wäre dieser hier, sieht das auch ähnlich aus, wie wir das auch schon bei einem Windows Server Cluster gesehen haben. Wir haben die genau gleichen Punkte. Wir konnten auch bei einem Windows Server Cluster schon Azure Monitoring einschalten, etc. Sieht da ungefähr genau gleich aus, einfach dass es da einmal kritisch ist, aber ich hatte den lange im gespeicherten Zustand, vielleicht ist es wegen dem. Da könnte ich dann eben meine VM-Workloads darauf laufen lassen. Ich habe hier meine Volumes, die sich da über die Disks beider Nodes erstrecken. Momentan ist ein
wohne hier offline, weil es anscheinend wirklich ein Problem gibt mit meinem Node. Aber wie gesagt, ich habe die erst gerade mal wieder geweckt aus ihrem Schneewittchenschlaf und ja, somit könnte da gut sein, dass da ja auch durch den Reboot jetzt dieses Cluster-Nodes zu zeigen, etwas nicht mehr so funktioniert, wie es sein sollte. Also grundsätzlich nichts wirklich massiv Neues hier im Cluster Manager. Okidoki. Wie hätte es denn sein können? Also wenn ich jetzt in der Position von Microsoft gewesen wäre und den Auftrag erhalten hätte, von der Marketing- und Sales-Abteilung mehr Geld zu generieren und jetzt das HC-Cluster als Mietlösung anzubieten, dann hätte ich gesagt, ja gut, dann machen wir doch wenigstens etwas ganz anderes. Dann nehmen wir den guten alten Nanoserver, den sie mit 2016, ein halbes Jahr später, gekillt haben und nehmen den als Grundlage. Weil der wäre noch mehr abgespeckt als dieser Server Core, hätte noch einen kleineren Footprint, wäre noch schneller gestartet, braucht noch weniger Patches, noch weniger Reboots. Das wäre die einzig logische Lösung und in Quintessenz gewesen. Das hätte man so eigentlich sehr gut machen können. Aber nein, sie wollen halt ihre Container-Geschichte vorantreiben, obwohl Unix-Container viel cooler sind als Windows-Container, einfach weil das OS-Image ungefähr Faktor 300 mal so groß ist wie ein kleines Linux-OS-Image. Eben mit diesem Nano-Server hätte man das sehr gut eigentlich abwägen können. Ich meine, so ein Nano-Server mit HCI-Komponenten, das hatte mal ungefähr 500 Megabyte Festplattenplatz gekostet bei 2016. Und da sie ja das Nano-Server-Image mal grundsätzlich nochmals reduzieren konnten auf unter 200 Megabyte und wenn man jetzt auch die HC-Komponenten noch dazu zählt, da wäre nichts massiv Großes dabei rausgekommen, was absolut genial gewesen wäre. Falls ihr Azure Stack HCI auch mal probieren möchtet, dann könnt ihr das bei Microsoft einfach über Google Bing, was auch immer, suchen und herunterladen, deine Registration, und könnt das dann ausführen bei euch und installieren. Es installiert sich, wie gesagt, genau gleich wie ein Windows Server 2019. Einfach, dass ihr nicht auswählen könnt, ob ihr jetzt GUI oder Core installieren möchtet, sondern diese Maske wird einfach Core installieren. Wenn ihr das dann zweimal installiert, diese beiden Geräte, dann mit dem S-Config in Domain-Adjoint etc., und dann über den Windows Admin Center beginnt, mit diesem Cluster Creation Wizard diesen Cluster einzurichten, der im Marketing Slide sehr oft als, ja, ich habe es jetzt da nur in einer kurzen Demo gezeigt und ein bisschen geschnitten und so dauert es halt nur 2-3 Minuten, aber ich kann euch sagen, in der Praxis dauert das nicht länger als eine Viertelstunde. Diesen hier. Also, wenn wir jetzt auch keine Probleme haben und das einfach schnittig durchgeht, weil diese Beta-Geschichten und Bugs behoben wurden, wo es wahrscheinlich 2-3 Jahre auch nach dem Release noch als Preview markiert sein wird da oben, dann dauert das gut und gerne 2 Stunden. Also macht euch keine Hoffnungen, dass das einfach mal so schnell an einem kurzen Nachmittag gemacht ist. Ich habe euch auch hier noch einen Slide vorbereitet, der so ein bisschen die Pain in the Ass beschreibt, die ich dabei hatte. Also ich war wirklich richtig angesäuert, währenddem ich das Ganze aufgebaut und getestet habe. Also zum einen mal, ich meine, ich installiere grundsätzlich immer Englisch, aber ich wähle als Tastaturlayout halt sehr gerne auch mal Schweizerdeutsch, weil ich halt einfach mal eine schweizerdeutsche Tastatur habe. Das ist auch nie ein Problem, bis auf den Punkt, wo der Cluster Validation Test nur dann durchläuft, erfolgreich, wenn ihr auch das Keyboard Layout auf ENOS markiert. Und das könnt ihr im Nachhinein noch machen mit einem PowerShell Befehl, set local, aber es ist wirklich das Letzte, an was ich da gedacht hätte, weil irgendwann lief dann der Cluster Validation Test grundsätzlich durch, war grün, aber der Wizard hat es nicht bemerkt, dass alles gut war, weil halt eben diese Locals nicht gestorben haben. Der hat irgendwie den Cluster Validation Report hat er abgelegt in einem Verzeichnis mit ENUS oder DECH oder CHDE, was dem Tastaturlayout entspricht, und hat es gesucht im ENUS-Verzeichnis nicht gefunden. Und darum hat er gesagt, nicht bestanden und man konnte nicht weitermachen. Falls ihr eine reine virtuelle Testumgebung aufbaut und nicht gerade neue Hardware kauft, um das Ganze auf einem Hardware-Server zu testen, dann seid gewiss, dass leider Hyper-V, das Feature Hyper-V, die Rolle Hyper-V, sich nicht installieren lassen wird auf einem Azure Stack HCI OS, was auf einem Windows-Server wunderbar funktioniert.
da hat es einfach eben ein Problem drin. Also wenn ihr auch die ganzen Dinge beachtet, wie dass ihr den Prozessor für Virtualisierung, für Massive Virtualization aktiviert und auch das MAC Address Spoofing aktiviert, all diese Dinge gemacht habt, geht es immer noch nicht. Ihr müsst das ganz komfortabel mit diesem tollen Tool, diesen.exe, in die VHDX offline einspeisen. Das ist keine tolle Sache, aber ich schicke euch in der Präsentation auch noch kurz so meine Notizen mit, wo die ganzen Befehle drinstehen. Dann könnt ihr auch mal spicken und da was rausnehmen, wenn ihr da nicht weiterkommt. Tjo, ich frage mich auch, wieso ist da nicht schon einfach automatisch Hyper-V auf dem Ding als Rolle installiert und Failover Cluster und Storage Spaces Direct hätte man ja auch vorinstallieren können. Hätte man nicht da extra im Assistent implodieren müssen als entsprechender Schritt, der auch nochmal einen Reboot 2 braucht. Dann ist das weitere Problem, das ist aber auch so sonst schon beim Cluster Creation Wizard bei Windows Server Clustern, aber ist noch Preview. Er macht den Service Principal Name für AWS Man Management nicht immer, für Windows Server Management. Den muss man dann teilweise von Hand eintragen mit ZSPN. Wenn der dann existiert, dieser WSMan/Name des Nodes in einmal FQDN-Format und einmal Single-Label-Domain-Format, dann flutscht das wunderbar durch. Dann bekomme ich wenigstens mal einen grünen Test, aber kann dann dennoch nicht weitermachen, wenn mein Keyboard-Layout nicht stimmt. Dann Verbindungstest in den Netzwerkeinstellungen, der noch irgendwann gemacht wird während diesen Assistenten. Macht das nicht mit schönen Test-Connection-Dingen, wo einfach WS-Man geprüft wird, sondern macht das mit ICMP. Und ICMP wird einfach standardmäßig noch nicht aktiviert sein. Also müsst ihr da auf der lokalen Windows Firewall erstmal ICMP einschalten, damit er bei diesem Test nicht fehlschlägt und euch im Assistenten weiterlässt. Und kurz und gut, beim skundig.exe, da hat es auch noch einen Bug drin, zumindest mit deutsch-schweizer Tastatur. Ich kann mir aber nicht vorstellen, was an dem liegt, weil die sonstigen Ländereinstellungen waren eigentlich US und Englisch. Man kann die IP-Konfiguration mal wieder nicht anpassen. Es gibt wieder so ein Phänomen, dass er dann eine APIPA-Adresse hat und als zweite Adresse hat er die, die man konfiguriert hätte. Was dann aber nicht richtig funktioniert. Also verhängt sich da und somit am besten direkt über NetShell die IP-Konfiguration festlegen und halt nicht über S-Config-Exe, was viel mehr convenient gewesen wäre. Gehen wir mal weg von Azure Stack HCI und schauen mal Azure Stack grundsätzlich an, weil Azure Stack ist ja im Prinzip schon länger ein Begriff, den gibt es schon so 2, 3, 4 Jahren und Azure Stack war eigentlich mal was ganz anderes und wurde jetzt zu einer kleinen Azure Stack Familie. Das aktuelle Azure Stack Vokabular, weil das ändert auch immer wieder, um das ein bisschen interessanter zu machen und man meint dann, die entwickeln ganz viel, obwohl das eigentlich dasselbe in grün ist. Im Prinzip gibt es in der Azure Stack Familie 3 Produkte. Das ist zum einen mal der Azure Stack Hub, wie er neu heißt. Früher war das mal der Azure Stack. Also Azure Stack ist jetzt neu Azure Stack Hub und hat noch 2 weitere Schwestern und Brüderchen bekommen. Zum einen den Azure Stack Edge, den hat man früher Azure Databox Edge genannt und jetzt halt eben seit Juli ganz neu dieses Betriebssystem Azure Stack HCI. Lasst uns mal diese 3 Dinge mal respektive die anderen beiden Dinge, weil Azure Stack HCI haben wir jetzt uns schon angeschaut, mal noch anschauen und reden wir erstmal über diesen Azure Stack Hub, ehemals eben nur Azure Stack. Definition Microsoft finde ich immer ganz gut zum Lesen, habe ich da wieder mal was rausmarkiert. Because you take on the hardware, also du finanzierst die Hardware, an operating costs, also sprich Strom etc. Infrastruktur, Azure Stack Service Fees are typically lower than Azure Prices. Das heißt, du bezahlst die Hardware, du bezahlst die Infrastruktur, du bezahlst den Strom, aber wenn du Azure Stack oder Azure On-Premise betreiben möchtest, zahlst du dennoch natürlich diese Fees, aber sie werden einfach ein bisschen günstiger sein, als wenn du die Dienste im Azure in der Wolke bei Microsoft hosten würdest. If you use existing licenses, you will pay only the base virtual machine consumption fee. Wow! Also wenn ich, lass uns erstmal kleine Klammer aufmachen. Azure Stack Hub, was ist das grundsätzlich? Azure Stack Hub, früher, wie gesagt, nur Azure Stack genannt,
ist nichts anderes als, ich möchte on-premise ein Stückchen von Azure betreiben. Ich möchte nicht, dass diese Dinge in der Cloud laufen, irgendwo bei Microsoft oder sonst wo, sondern ich möchte eigentlich Azure bei mir lokal installieren. Das heißt, ich kaufe mir einen potenten Server oder mehrere potente Server, wir kommen nachher noch auf die Mindestanforderungen zu sprechen, installieren darauf ein spezielles Image für Azure Stack Hub. Da komme ich auch nachher noch drauf zu sprechen, wie das aussieht. Und das macht eigentlich nichts anderes, als einen Windows Server 2019 zu installieren auf meiner Hardware und dann über ein PowerShell-Skript alles darauf einzurichten, damit es so ist, wie auch in der Azure Cloud. Das heißt, er generiert mir virtuelle Netzwerkadapter, er stellt eine Verbindung zu meinem Azure Tenant her mit meinen Credentials, er installiert mir gewisse VMs, die er als Basis auch benutzt, um Dienste bereitzustellen etc. Und schlussendlich kann ich über einen offiziellen Link, Internet-Link, auf mein Azure-Portal, welches on-premise betrieben wird, zugreifen und alles, was ich dann an Services buche in diesem Portal, wird bei mir on-premise betrieben, auf meiner Hardware, mit meinem Strom, mit meiner Internetverbindung, die ich bezahle, aber wir geben Microsoft dennoch etwas dafür ab, dass wir dieses schöne Azure-Portal lokal betreiben können. Das ist im Prinzip die Idee von Azure Stack oder eben neu jetzt Azure Stack Hub. Das heißt, wir kaufen, wie gesagt, eigene Hardware on-premise und zahlen Betrieb, Strom, Internet, Platz etc. Wir brauchen Minimum einen Dual-Socket, 12 Core, 16 Core sind empfohlen, CPU, Minimum RAM 96 GB, empfohlen sind 128 GB und mehr. Dann brauchen wir auch noch 4 weitere Festplatten mindestens drin zur OS-Partition, die wir ungefähr 250 GB oder so belegen müssen. Wir haben, wenn wir noch Linux-Lizenzen haben, wunderbar, können wir diese benutzen, weil dann ist es wie schon lizenziert. Dann bezahlen wir nur noch für eine Base-VM, also eine standardmäßige VM, die wir darauf betreiben möchten in diesem On-Premise-Azure-Portal, nur noch 6 US-Dollar pro Virtual CPU pro Monat. Das heißt, Microsoft verdient dann eigentlich schön mit an diesen Dingen, die wir darauf betreiben. Für einen Service Provider kann das vielleicht eine gute Idee sein, weil es gibt ja ein SDK, das man runterlädt, ein Software Development Kit. Da kann ich dann noch basteln damit und kann noch eigene Definitionen machen und kann dann meinem Kunden zum Beispiel auch die Möglichkeit oder Berechtigungen geben, Self-Services zu buchen. Das heißt, ich muss einfach selbst dieses Azure-Portal nicht bauen. Es wird von Microsoft mir zur Verfügung gestellt und ich gebe Microsoft etwas dafür ab, dass ich das benutze als Lizenz. Nette Idee. Und eigentlich aber nur sinnvoll, wenn ich es wirklich bei mir betreiben möchte oder da noch ein bisschen was mitverdienen möchte, was Microsoft sonst selbst an Hardware stellen würde. Wie sieht das Ganze aus? Ich habe es mir mal angetan, habe das Ding mal installiert. Man lädt das Azure Stack Development Kit herunter von der Microsoft-Website, findet man in Google Bing. Muss man sich registrieren, kann es runterladen, kostenlos. Das Herzstück dieses Azure Stack SDKs ist eine VHDX. Das heißt, man hat zuerst mal diese ganzen Bin-Files und eine Exe. Diese Exe, wenn man die ausführt, passt dann einfach diese Bin-Files zusammen in eine VHDX, die dann Cloud Builder VHDX heißt. Und dann konfiguriert man, abenteuerlich, Achtung, den physischen Server, den man gekauft hat, mit diesen Mindestanforderungen, die wir gesehen haben, dazu, dass er von dieser VHDX bootet, die auf einer physischen Festplatte liegt, dieses Servers. Und wenn man dann da reingebootet hat, führt man ein PowerShell-Skript aus, um Azure Stack Hub zu installieren, einzurichten. Das läuft dann mehrere Stunden in der Regel. Und das richtet unter anderem auch eine Active Directory-Domäne ein auf diesen Cluster Nodes. Und da kommt wieder der Zunk ins Spiel. Sie haben es immer noch drin, dieses Local. Also die Domäne, die da erstellt wird, heißt, wie der Servername heißt, .everstack.local. Und so wird das Ding dann nachher auch angesprochen. Für mich hat es was wie vor 25, 30 Jahren, als ich ConfigSys und OutExecBot fein getuned habe, damit ich genügend Memory hatte von diesen 640 Kilobyte Maximum, um Flugsimulator 1.0 zu spielen auf meiner DOS-Büchse. Das Basteln war da aber noch cool und ich finde in dem Zeitalter, wo alles nur so wunderschöne Marketing-Slides da sind und Begrifflichkeiten und alles wird einfacher und dann sehe ich sowas, PowerShell-Scripts und VHDX-Boot etc.,
dann habe ich so ein bisschen meine Verständnisprobleme mit dem, was gesagt wird und mit dem, was die Realität ist. Dann gibt es noch ein Azure Stack Edge, ehemals Azure Stack Data Box Edge. Das ist nichts anderes als eine Appliance, die ich von Microsoft mieten kann. Die kostet $700 pro Monat. Die wird mir dann zugeschickt mit einem Paket. Solange ich die bei mir habe, da bezahle ich dann monatlich die $700. Sobald ich sie zurückschicke, erlischt das. Und so kann ich gewisse Workloads, anstatt in der Cloud zu verarbeiten, rechtlich gesehen halt lokal bei mir on-premise verarbeiten. Also wenn es gewisse Dinge gibt, die näher am Experiment sind, am Labor sind oder einfach rechtlich gesehen nicht in die Cloud irgendwo hin dürfen, dann könnte ich das verarbeiten auf diesem Azure Stack Edge. Eine Übersicht über das Ganze nochmals, damit man da im Namenswirrwarr einigermaßen klarkommt damit. Das kann sich aber, wie unten schon beschrieben, minütlich ändern. Azure Stack hat es früher geheißen, neu heißt es Azure Stack Hub. Und Azure Stack wurde zur ganzen Familie von Produkten, die jetzt drei Kinder hat, nämlich Azure Stack HCI, alias WSSD, also Windows Server Software Defined, alias HC Cluster, Hyperconverged Infrastructure. Und wir haben die Azure Data Box Edge und die heißt neu Azure Stack Edge. Das sind diese drei Azure Stack Produkte. Und ich meine, ich bin ja bekennender Softie und mag Hardware nicht besonders. Wenn es um Hardware-Themen geht, dann schiebe ich das immer auf unseren Beat Brunner, dann soll er das Ganze machen. Hardware ist einfach nicht mein Ding, körperliche Arbeit auch nicht, Kopfarbeit genügt. Und darum gilt für mich eigentlich ganz klar, weil ich ein Softie bin, wenn ich die gleichen Dienste zum gleichen Preis in der Cloud bekomme, wäre ich sofort Cloud-Native. Ich würde sofort meinen Rack abbauen, meine Server herunterfahren und sagen, kann ich alles auch in der Cloud, ist mir sogar noch ein bisschen günstiger, wunderbar, ich bin endlich diese Server, diese Hardware los. Aber eben, kommen wir zurück auf den Anfang, einen Slide, den wir schon mal gesehen haben. Technisch gesehen eine gute Lösung ist nicht gleichzusetzen mit wirtschaftlich gesehen eine gute Lösung. Technisch gesehen wäre Azure Stack HCI brillant. Alles wäre wunderbar. Aber wirtschaftlich gesehen, schon in einem aktuellen Beispiel gerechnet, komme ich auf viel höhere Beträge, die ich da bezahlen muss in Zukunft. Also es ist rein Geldmacherei. Noch eine Übersetzung von Microsoft Deutsch zum Schluss. Wenn Microsoft sagt, "We always listen to our customers." Dann meinen Sie eigentlich damit, "We always listen to our sales reps and investors." Weil einen technischen Vorteil haben wir nicht mit Azure Stack HCI. Kurz und gut, wenn Microsoft das sagt, machen die MS-Jünger, sprich im MS-Neudeutsch die Community, den Rest der Arbeit, diese ganzen Azure-Community-Helden, die dann wie die kleinen Äffchen herumspringen und das Wort Gottes verbreiten von Microsoft. Azure, 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 Azure. Wie gesagt, Azure ist gut, aber man muss sich überlegen, für was setze ich es ein? Und wie viel kostet es mich? Was kann ich weniger damit? Vielleicht ist es die einzige Lösung. Es gibt gar keine On-Premise-Alternative. Think wisely. Das ist eigentlich die grobe Message, die ich da rüberbringen möchte. Und bevor wir das Ganze jetzt konkludieren, wieder fast perfekt 2 Minuten vor Ende und ihr auch gerne noch mir Fragen stellen könnt, ich gehe in der Zeit auch noch kurz ein bisschen den Chat durch, kommen wir zu unserem offiziellen Announcement einer Neuigkeit und dafür spiele ich euch mal ein Video ab. Welcome to VGM News, your favorite channel for geeks. Ladies and gentlemen, I have big news to share with you today. We are very proud to announce the Virtual Geek Mania Extended Edition, which will take place on the last Thursday of November in 2020. It will be just like the Geek Manias of the last 13 years, but in our new virtual format. This time, it isn't just a single session, it'll be a
full-day virtual geek mania with 11 sessions in two separate tracks. Moving on, let's hear what the Microsoft community thinks about it. Blah, 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 Azure is cool, blah, blah, blah. Lower your total cost of ownership, blah, blah, blah. Everything is just cool in the cloud. Blah, 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 Microsoft's vision, blah, blah, blah. DevOps, blah, blah, blah. IoT, IaaS, PaaS, hybrid cloud, blah, 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 blah. Now, that's all great to hear, but in real life, problems always come up. Things don't always work right out of the box. After the technical sessions are over, we will have Geek Mania Happy Hour with the one and only Henry Invisible. Great funk music live from Texas just for us. Let me introduce him to you. Henry, do you hear us? I can hear you loud and clear, Greg. Thank you so much. My name is Henry Invisible. I'm the one-man funk band based in Austin, Texas, and I will see you at the after party at Geek Mania Switzerland in November 2020. I play a little bass, a little guitar, some keys, some percussion, some drums. I sing, and we're gonna get down and have a funky good time. So to conclude, save the date, Thursday the 26th of November 2020, starting at 8:30 in the morning, delivering 11 sessions in two tracks, followed by an amazing live act and happy hour. All sessions will be recorded and made available to all attendees directly after the conference. The others, well, they'll have to wait longer, so get your ticket now and listen to how it is instead of hearing how it should be. Don't miss it! Go to www.geekmania.ch to book your ticket and get all the details of the upcoming Geek Mania. That's it for now. See you soon in hyperspace. Bye, folks. Community, blah, blah, blah. Hybrid, blah, blah, blah. Lower TCO, blah, blah, blah. Ugh, shut up, Bob. I've already booked my Geek Mania ticket, too. I'm sure I'll find my next husband there. Ich hoffe, es kam an und ihr bucht zahlreich auch eine volle Geekmania, wie anderen Jahre auch. Wir haben, wie gesagt, sogar 12 Sessions, nicht nur 11, ist noch eine mehr dazugekommen. Die meisten Sessions sind auch schon ausgeschrieben. Ihr könnt schon euch inspirieren lassen auf der momentan direkt aufgeschalteten Seite. Da hat Marco im Hintergrund alles schon vorbereitet für euch. Geht drauf, schaut es euch an, was das Angebot ist. Würde mich extrem freuen, euch da zu sehen. Die Preise sind wirklich günstig, denke ich. Also wir haben da ein Standard-Ticket für 89 Schweizer Franken für die gesamte Virtual Geek Mania Extended Edition. Somit eigentlich, eine faire Sache. Das Video gibt es auch noch in einer Langfassung. Das geht dann 10 Minuten. Da erfahrt ihr auch ein bisschen, wer diese Peggy genau ist und was dieser Bob genau gemacht hat. Und die Caroline, der kleine Bug, der wird auch ein bisschen genauer vorgestellt. Wenn ihr das Ganze anschauen möchtet, ich mache eine YouTube-Premiere auf unserem Channel heute Abend. Werdet ihr dann automatisch sehen und mitbekommen, wenn ihr den Channel abonniert habt. Wenn ihr den Channel noch nicht abonniert haben solltet, dann tut das, weil die neuesten Sessions werden, wie gesagt, immer raufgeladen. Auch die letzte VGM-Session werde ich heute noch freischalten vom letzten Monat. Im Monat September gibt es natürlich weiterhin ganz normal am letzten Donnerstag des Monats eine kostenlose Virtual Geek Mania Single Session. Das nächste Mal ist das Thema mit Timothy Markiewicz von uns, das PowerShell mit Visual Studio Code Kickstarter.
Das heißt, da werdet ihr den Einstieg finden im Visual Studio Code, um dort mit PowerShell zu entwickeln, um euch auch ein bisschen zu zeigen, wie der Umstieg von ISE besser gelingt, Tipps und Tricks, wie ihr da auch mit mehreren PowerShell-Versionen parallel arbeiten könnt, etc. Unbedingt ein Besuch wert. Alle Informationen wie immer auf www.geekmania.ch. Im Oktober ist die VGM-Session dann ein Off-Topic-Thema, das ja eigentlich heute geplant gewesen wäre mit der Home Automation 2020, wo ich ein bisschen über meine Erfahrungen erzähle mit 10 Jahren Knox Master. Wer sich noch erinnern kann oder die Geekmania dazu mal besucht hat, mein Haus versteht VBScript. Falls ihr die nicht besucht habt, auch die gibt es als Aufzeichnung auf unserer YouTube, in unserem YouTube-Channel. Die könnt ihr nochmal anschauen und schauen, wie ja das Ganze vor 10, 11 Jahren bei uns ausgesehen hat. In diesem Sinne habe ich keine Frage wirklich mehr gesehen, die, glaube ich, noch nicht beantwortet worden ist durch meine Einzelmännchen. Wünsche ich euch einen wunderschönen Abend. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, kommt wieder, erzählt es weiter. Danke für euer Kommen, macht's gut und tschüssli.